Man könnte meinen, ein Linienbus wie jeder andere. Oder hätten Sie es gedacht? Es handelt sich hier um ein Rekordlinienbusmodell. Erbaut in 8 Jahren in 8500 Arbeitsstunden. Der Materialwert dieses Modells beläuft sich auf etwa 10.000 D-Mark. Der Modellbus wiegt 7 Kilo, ist 1,28 Meter lang und 19,2 Zentimeter breit. Das Rekordmodell im Maßstab 1:13. Der große Bruder ist nur 13 mal größer. Kaum zu glauben, oder? Der Weltrekordhalter und sein Rekordmodell bei der Vorführarbeit. Im Hintergrund sehen Sie das Original. Nun einmal in der Froschperspektive. Die Dachinnenflächen mit den Halteschlaufen, zahlreiche Werbeplakate, der Türeinstieg, Modell oder Original? Das ist hier die Frage. Steigen Sie bitte ein und machen es sich auf den über 60 Plätzen bequem. Der Fahrersitz. Sitzen Sie gut, die Fahrt geht weiter. Einblick in den Linienbus. Einblick in das Modell. Nun die ausgeklügelte Beleuchtungseinheit. Standlicht mit Zielfilmbeleuchtung und Innenbeleuchtung, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer, Fernlicht mit Lichthupe, der Warnblinker, Stopplicht, die Beleuchtung mit Zielfilmbeleuchtung, Rückwärtsscheinwerfer, Blinker links sowie rechts und der Warnblinker. Und nur noch die Innenbeleuchtung. Nun ein Blick in die Technik. Die aufwendige Türanlenkung, Servo, Lenkservo, Lenkgetriebe, Anlenken zur Vorderachse, zwei elektronische Bauteile, der elektronische Fahrtenregler,
Tür 2 mit der gleichen Technik wie Tür 1. Der E-Motor. Kardanwelle. Differential. Ich halte mal ein Rad fest, dann sehen Sie es gut. Der Drehkranz. Angeflanscht ist die Verbindungsstange mit Umlenkkabel bis zur Hinterachse. Die Hinterachse wird vom Drehkranz angelenkt. Sie sehen es sehr gut. Sie finden uns, mein Rekordmodell und mich, auf Seite 215 im Guinness-Buch der Rekorde 1992. Auch Sie können mich chartern für Veranstaltungen, Familienfeiern, Feste oder Eröffnungen. Den Weltrekordhalter und sein Rekordmodell ganz aus der Nähe und für Sie persönlich. Wie wäre das? Ein Anruf genügt. Dies war der Bus 83720. Im Original als auch im Modell. Jetzt könnte er auf dem Weg zu Ihnen sein. Ein Morgen im Rheinbahnbetriebswerk Düsseldorf-Benrath. Lothar Anders geht zielstrebig auf einen ganz bestimmten Bus zu. Den mit der Nummer 8327. Auf Linie war er zwar noch nie mit ihm, trotzdem kennt er den Bus wohl besser als jeder andere. Meter 1,28 groß und 7 Kilo schwer ist das Modell eines Linienbusses der Baureihe SG 192. Platz für einen Fahrer bietet es natürlich nicht. Gesteuert wird es deshalb per Funkfernsteuerung auf 8 Kanälen. Die Entwicklung brauchte ihre Zeit. 8 Jahre baute Anders an seinem Funktionsmodell, investierte 10.000 Mark an Materialkosten und 8.500 Arbeitsstunden, um die Einzelteile in mühevoller Kleinarbeit am heimischen Esstisch anzufertigen. Eine Frage muss gestattet sein. Warum gerade dieser Bus? Ja, ich wollte ein Modell bauen, was es nicht als Bausatz gibt. Und weil ich bei der Rheinischen Bahngesellschaft in Mettmann in der Werkstatt als Kfz-Mechaniker tätig bin, hatte ich dieses Fahrzeug, wo wir uns drin befinden, immer vor Ort, wenn es nicht gerade auf Linien lief. So habe ich die Möglichkeit gehabt, mit Zollstock bewaffnet, alles genau nachzumessen für mein Modell, umgerechnet dann Maßstab 1:13, da ich mein Modell, wie gesagt, 100% genau nachbilden kann. Entstanden ist so das voll funktionsfähige Modell dieses Busses, der bis 1988 auf der Linie 746 von Düsseldorf über Mettmann nach Velbert fuhr. Die Türen lassen sich ferngesteuert öffnen und wenn die Räder bewegt werden, dreht auch das Lenkrad mit. Maßstabsgetreu bis ins kleinste Detail ist auch die Inneneinrichtung. Sämtliche Hinweisschilder sind abfotografiert und verkleinert. Alle 63 Sitze wurden in 3 Arbeitsgängen im Backofen nachgeformt. Selbstverständlich hat er auch eine Innenbeleuchtung. Und dass die Scheinwerfer vom Standlicht bis zum Fernlicht einschließlich der Blinker voll funktionsfähig sind, versteht sich davon selbst. Als Kfz-Mechaniker bei der Rheinbahn studierte Anders das Vorbild bis ins kleinste Detail. So gelang ihm ein Modell, das auch in technischer Hinsicht Laien wie auch Modellbauer in Verzückung geraten lässt. Ein Beispiel: Getriebe, Kardanwelle und Differential funktionieren ganz genauso wie beim großen Vorbild. Nur eins ist anders:
Das Modell wird angetrieben durch einen umweltfreundlichen Elektromotor. Der kleine und der große Bruder im direkten Vergleich. Zwar ist der kleine etwas ungeduldig, doch was die Beschleunigung angeht, lässt sich der große nicht den Schneid abkaufen. Denn selbstredend kann der kleine auch die Geschwindigkeit nur im Maßstab 1 zu 13 fahren. Und das ist gute Schrittgeschwindigkeit. Mit diesem Tempo hat der Kleine jedoch ein großes Ziel vor Augen. Gleich 4 Eintragungen strebt er im Guinness-Buch der Rekorde an. Unter anderem als weltweit erstes Funktionsmodell eines Linienbusses.